Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares 1. Letztes Mal haben wir mit dem Projekt angefangen, haben das erste Kapitel abgeschlossen, habe ich gesehen. Es gibt insgesamt 5. Mein Ziel ist es, für jede Folge eins ins Visier zu nehmen oder halt eben abzuschließen. Und ja, ich würde mal sagen, wir verlieren nicht so viel Zeit und legen hier direkt los mit dem Durchlaufen. Ich würde mal annehmen, dass das hier der normale Weg weiter ist, aber ich finde es verdächtig, dass hier irgendwie noch nach oben geht. Also gehen wir das auch mal auschecken. Oder ist doch da oben der richtige Weg? Das ist jetzt die Frage. Warum komme ich hier hoch? Keine Ahnung. Kannst du dich hier irgendwie... Nein, okay. Ist hier oben vielleicht irgendwas versteckt? Sieht auch so aus, als könnte man da hoch rein. Jetzt ist die Frage, was ist der richtige Weg, was ist der falsche Weg? Warte, ich schau mal kurz rein. Ich hab Angst, dass wir... Ich geh einfach mal... Ist das der richtige Weg gewesen? Ja, ich weiß es immer erst nicht. Er war doch gerade ein Kind. Ist es hier gerade durchgelaufen? Ja, scheint so. Okay. Und du hier kann man nicht bewegen? Ja, man kann dich bewegen. Okay, warte mal, am besten ziehen wir einfach, sonst wird irgendwie besser. So. Jetzt hätten wir das hier mal schon mal verfügbar. Ich glaube sonst, nee, sonst scheint nichts Verdächtiges da zu sein. Also niemand, das macht einen Strom aus. Aber ich will mal als erstmal reinschauen, was hier ist. Was ist das Kind hin? Er ist aber nicht hier hinter, ne? Hä, hey, wo ist es denn hin? Die brauchen ein Schloss. Nein, das ist ein Schloss. Wir brauchen einen Schlüssel für das Schloss. So. Okay, ich will mal sagen, wir betätigen das da. Und dann müssten wir normalerweise irgendwas bekommen. Okay, das Bett fällt runter. Oh, schön was. Okay. Das war schon verdächtig. So, ich habe schon gedacht, dass man hier hochkommt. Und da ist der Schlüssel. Okay, ich nehme mal ganz nach oben. Und dann hüp. Und dann hüp. Aua. Und hier runter. Und dann gehen wir uns den Schlüssel. Ich habe die Befürchtung, dass das hier leider wirklich nicht der richtige, also der Secret Weg war. Und dass wir halt auf dem normalen geplanten Wegs sind. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das doch ein Secret Weg. So, ich schmeiß mir hoch. Hop. Ups. Und rein da. Aufmachen bitte. Danke. Okay, damit kann man nichts machen. Ah, ich weiß auch, doch, man kann damit was machen. So. Und dann. Voilà. Kommt der gute alte Aufzug. So. Oh, das sieht schon verdächtig aus. Warte, wir machen das mal schon aus. Also, dass das schon ein Hiding Spot ist, ist sehr verdächtig. Ich würde mal sagen, wir nehmen dich mal mit. Aktivieren dich dann. Und gehen direkt hin. Ich vertraue dem hier nicht. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die zwei Seiten aufgehen, niemand durchkommt. Und dann können wir durch die eine Seite, die auf der Schreibseite ist, können wir dann durch. Und da geht es dann weiter. Du kannst mir nicht sagen, dass das hier für nichts da ist. Ich bin sehr skeptisch.
Oh nein, wir haben wieder Hunger. Frage ist, wo ist Essen hier? Weit und breit sehe ich jetzt nichts. Ja, ja, ich weiß, dass Hunger, aber wie gesagt, wir haben nicht wirklich etwas. Oder? Das ist eine Lampe. Oh, die Steuerung ist richtig ätzend. So. Oh Gott, unser Hunger ist ja richtig schlimm. Wir haben auch weit und breit, aber auch nichts zu sehen. Doch, da. Oh, das ist knapp. Oh, ich weiß nicht, ob das... Es könnte gut möglich Fleisch sein von einer, den anderen Lebewesen, so von den anderen Menschen oder kleinen... Scheibenkleister, das war geplant. Gut. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, wir werden nicht wach. Hat uns Long Arm Johnny leider bekommen. So ein bisschen Schwung und dann. Hoppala. Okay, wir sind frei. Ich kann man durch. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier vielleicht ein Secret ist. Also hier ist mal eine Dings. Hier eine Lampe. Machst du das an? Danke. So, aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ne, man sieht nur... Ah, da, dort, wo wir das Kapitel angefangen haben. Okay. Also, wir sind hier auf der anderen Seite. Gut zu wissen, I guess. Und dann, weiter geht's. Okay, das sieht suspekt. Kann mir, können wir einen in der Käfige bewegen? Ja, wir können die wirklich bewegen. Okay. So, etwas näher, bitte. Du musst natürlich aufpassen, weil die Möglichkeit, dass einer, Vieh jetzt jederzeit auftaucht, ist natürlich jetzt. Oh, das ist zeitbegrenzt. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall halt die Chance, dass das Vieh auftaucht, jetzt ist sehr hoch. Und es ist gerade sehr in unserer Nähe, wa? So, wir warten, bis das ganz oben ist. Hä? Kann ich irgendwas anderes hier bewegen? Ich würde ja sonst einfach den Käfig darunter stellen. Das geht ja sonst hätte ich nicht auf, hab ich das Gefühl. Oh, verdammt. Oder verpasse ich irgendwas Wichtiges? Als ob ich jetzt nicht mehr da rankomme. Ist das ernst? Okay. Warum klappt das jetzt nicht mehr? 6, kommst du zurecht? Okay, probieren wir einfach mal wieder aus dieser Position. Oh. Habe ich hin und her schwingen? Was hat es damit zu tun? Ja, hat damit zu tun. Oh Gott, das war knapp. Okay. Gut, dass wir das hinbekommen haben. Und jetzt? Können wir die jetzt einfach aufmachen? Hä? Seht ihr irgendwas, was ich nicht sehe, oder? Nein, hier ist er. Oh, ich wollte gerade sagen, hier. Ah, nein, hier. Oh, okay, jetzt haben wir jetzt nicht direkt offensichtlich, dass man hier dran klettern kann. Oh, okay. Das ist eine Kerze, kann man die auch anzünden? Die kann man auch anzünden. Okay, das verhalten wir jetzt.
Ups, ich wollte jetzt eigentlich sliden, aber okay. So, aufpassen. So. Oh oh. Wenn das klappt, dann bin ich wirklich stark verwundert. Ah, Splint! Stimmt, das können wir uns zum Vorteil machen. Okay, das heißt, er ist Splinter, deswegen sind seine andere Sinne sehr geschärft. Okay. Weil das müssen wir uns definitiv zum Vorteil machen. Boah, da ist ein Brett, was übelst raushängt. Das wird uns definitiv zur Gefahr werden. Die Frage ist, wo genau? Oh oh. Ich glaube, ich habe zu viel Geräusche gemacht. Okay, warte, wir schauen mal kurz rüber. Sehe ich da irgendwas Suspektes? Ah, okay, da ist einfach ein Loch, wo wir durch müssen. Oh Gott, bist du mir nach. Kannst du bitte wieder. Ja, geh bitte wieder, wieder zu den Werkbocken. Das wäre. Oder was auch immer das ist. Das wäre sehr lieb von dir. Nein, da will ich nicht, dass du hin willst. Gehst. Okay, gehen wir wieder lieber hier rein. Nein, nein, nein! Haut! Oh Gott, du hast ja eine längere Reichweite, als ich gedacht hätte. Schade, okay. Okay, das heißt aber, okay, dass die Klappe geht, beziehungsweise die Luke geht nicht so schnell runter. Okay. Gut zu wissen. Okay, also auf diesem Stoff sind wir sicher. Das war schon knapp. Nein? Okay, nee, dann bleibe ich lieber noch hier. Okay. Wir wissen jetzt wenigstens, wie dieses Segment funktioniert. Mir gefällt es gar nicht, dass er da steht ist. Komm, wir locken dich hier hin. So, ja, 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 gut, 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 komm her hin. Ja, Long on Johnny, komm her hin. So. Ja, jetzt ist er. Jetzt hat es bemerkt, dass er was schief läuft. Okay. Ich warte noch ein bisschen, bis er mehr entfernt ist von uns. Ach komm, als ob du jetzt schon wieder dahin gehst. Geh doch zu deiner Werkbank links. Okay, boah, nur ein bisschen gefahren, ja. Boah! Oh, das könnte gefährlich werden. Ja, sonst. Ah, okay. Also, das muss aber aufpassen, wie viel Geräusche man macht. Weil ich dachte jetzt, er würde nur aufmerksam werden hier im Raum, auf uns, wenn wir Dings dann den Hebel da ranschalten. Aber nein, abhängig davon, wie du hier in der ersten Sektion dich abgibst, kann er jetzt schon direkt dich verfolgen. Okay, gut zu wissen. So. So, wir warten hier ab. So, und dann gehen wir wieder zurück. Wir gehen lieber am Abstand, was ich könnte mir vorstellen, dass er seinen Arm dadurch holt.
So. Okay, also mit diesem Dings müssen wir spielen. Wir scheinen uns nicht zu hören. Alle, ich muss anhalten. Vergiss immer, dass man das anhalten muss. So. Und durch. Aua. Okay, huh. Er hat ein paar Anläufe gebraucht, aber wir haben es geschafft, das ist was zählt. Hat da jemand ihren Schuh verloren? Hallo? Ist ja jetzt creepy, hätte man da irgendwas gesehen, ey. Das wäre wirklich gruselig jetzt gewesen. So, da ist wieder eine Laterne, Lampe, was auch immer. Auf jeden Fall etwas, was wir können anzünden. So. So, und weiter hier. Zünden wir das mal lieber an. Und so viele Schuhe, Jesus. Das ist einfach die Überbleibsel von denen, die vor uns hier waren. Oh mein Gott. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sie eine Gefahr ist. Hey. Schnell. 6. Oh, oh. Das war gerade knapp. Kurz schauen. Oh Gott, wie weit ist denn das bitte? Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Okay, da hinten befindest du dich. Wollte nämlich einfach jetzt wissen, wo genau sich das Vieh befindet. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Zieh dich hoch! Ich weiß nicht, was für ein Vieh das ist, aber ich will es zum ersten Mal nicht kennenlernen. Ich habe aber leider die Befürchtung, dass das nicht das letzte Mal ist. Das würde ich sehen. Doch? Okay. Ich kann dich bewegen, aber aus irgendeinem Grund wirst du gefüllt. Ich glaube, das hat noch irgendeine andere Wichtigkeit. Oh Gott. Da hängen ein paar Ratten ab. Habe nicht im Glück gesehen. Warum habe ich da was Starkes gerade gehört? Ich wollte gerade sagen, das sieht schon sehr verdächtig aus. Na, 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 na. Voilà, deswegen brauchen wir die Kiste. So, er kommt durch. Hört aber uns nicht mehr, weil wir uns nicht bewegen. Jetzt sucht er aktiv nach uns. Bitte sag mir nicht, dass er da reinguckt. Bitte nicht. Ah, bitte nicht. Bitte lass das eine knappe Sache sein. Ekelhaft. Oh, da ist ein anderer. Nein! Oh nein, nicht die zwei. Oh Gott, oh nein, die werden jetzt nicht vor unseren Augen sterben, oder? So, oh Gott, ich sehe jetzt schon, dass diese Affen zu unserer Ratten kommen werden. Okay. Muss ich jetzt einfach die Tür aufmachen? Nein. Okay, schauen wir mal. Irgendwie sieht es so aus, als könnten wir da hoch. Ich kann die Kiste bewegen, okay. Ist dann hier irgendwie etwas, wo ich kann... Hey, warte, ich kann nicht hoch, aber ich kann sie bewegen. Muss ich das verstehen? Okay, das war jetzt Glück, dass ich darauf gekommen bin. Okay, und da sind unsere Freunde. Ich bin sehr skeptisch mit dieser Sektion. Es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt ein paar Mal in den Boden greifen würde.
Warum geht es hier nach hinten weiter? Deswegen. Komm du mal her. Ups, warte, hab wieder losgelassen. Und... Ups. Das hat er nicht gehört. Mit seinem scharfen Sinn. Was ist das denn für eine Logik? Alter, siehst du creepy aus. Warte mal. Ist hier hoch? Nee. Okay, da ist ein Loch, sehe ich. Da ist irgendwie ein Hinweis sein, dass ich hier hoch soll. Ich glaube schon, oder? So, hier irgendwie. Nein? Ich dachte, die Holzplanken sollen signalisieren, dass da ein Loch ist, dass wir da hoch können. Aber nee. Hier können wir hoch. Ich bin ein bisschen zu nah für meine Sicherheit, deswegen warte ich lieber ab. So, jetzt müsste er normalerweise dahin gehen. Okay, da waren wir doch ein bisschen zu laut. Okay. Aber da ist Teppich. Das heißt, da können wir uns höchstwahrscheinlich dann sicher bewegen. Und uns passiert da nichts. Müssen einfach nur mit dem Auf und da mit den Zeiten besser spielen dann. Okay. Ich glaube, ich habe mich dafür zu vorlegt bewegt. Aber okay, wir wissen jetzt, wie die der erste Teil hier abläuft. Okay. Okay, nein, wir warten lieber, aber ich glaube, ich nehme das hier viel zu ungeduldig an. Ja, jetzt tastet er alles ab. Ich glaube, er ist ein bisschen. So ist ein bisschen am Verdächtigen hier. Ich glaube, wir gehen auf jetzt weiter. Weil dann müsste er normalerweise auch automatisch weitergehen wegen dem Spiels. Und das müsste uns eine Chance geben, um den ersten Affen zu aktivieren. So, jetzt bleibst du hier bitte. Danke. Und Yeet. So. Ah, hier ist noch einer. Na, schade. Ich dachte, das würde klappen. Okay. Der ist schneller unterwegs, ich anmerken würde. Okay. Etwas schwere Sektion, aber wir müssen das nur alles hinbekommen. Ich glaube, ich muss das einfach ein bisschen geduldiger angehen. So, wir warten einfach ab. Warte, wir locken ihn hin, weil ich glaube, das Spiel lockt ihn halt automatisch hin. So, beweg dich dahin, Longarm Jami. Longarm Johnny. Brauche ich nämlich hier und dann ups, ja, und dann bleiben wir kurz stecken und dann noch einmal. Oh, okay, supi. Und dann arbeiten wir uns durch die den ersten Teil hier durch, wenn ich dann mal hochkomme. So, Eat. Nicht viel bewegen. Schnell. Oh Gott. Okay. Ich glaube, so hoch kommst du jetzt nicht. Okay, vielleicht kommt da doch etwas höher, wie gedacht. Okay, wir haben es aber geschafft. Okay, das zählt. Huh, okay. Hat jetzt ein paar Versuche gebraucht wieder, aber wir haben es geschafft und das ist was zählt. So, und das ist wieder ein tiefer Abgang. Ah, nee, doch nicht. Das war gerade der kleinste von allen, aber okay. Egal. Und durch Sinn. Warum bist du schon hier?
Okay, wir haben aber hier sicheren Boden. Lauf! Okay. Lass mir einen von diesen Schuhen nehmen. Nimm einen von diesen Schuhen! Oh Gott. Okay. Wir warten noch mit dem Schießen. Ich warte einfach mal ab, bis es dazu kommt, dass der Dings wieder von den Uhren erschreckt wird. Weil ich glaube, das ist der Moment, auf den wir warten müssen. Und dann bekommt er nicht mit, dass wir das hier aufmachen. Und wir können durchlaufen. Okay, ich wollte gerade sagen, du wirst hier da durchkommen. Drunter? Okay, warte. Ich habe irgendwie gefühlt, wir müssen. Nein? Nichts mit dieser Tür? Hä, was müssen wir dann machen? Okay, schau mich mal um. Ich sehe ein verdächtiges Piano, aber ein ganz verdächtiges. Okay. Können auf diese Türme hoch. Das wundert mich stark. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man da nicht hoch kann. Okay. Das heißt, es hat wahrscheinlich mit einer dieser Türme zu tun. Weißt du? Könnte es sein, dass ich... Warte. Wenn ich schon da hochkomme, kann ich schon... Ja, ich kann auch hier hoch. Also ich muss wahrscheinlich von hier aus und auf das Piano. Okay. Ich kann direkt hier hoch. Okay. Warte. Ist jetzt... Ah, oh, ich würde sagen, das ist, glaube ich, nicht angezündet. Okay, dann Sprint schon mal aktivieren und dann warten, bis das Piano ein bisschen näher ist. Und dann... Whoop. Ja, jetzt hast du uns natürlich gehört. Einfach hier weiter und hoffe einfach mal, dass das Ding uns nicht nachkommt. Oder es ist halt direkt hier. Das ist leider natürlich auch eine Möglichkeit. Verdammt. Okay, aber hier ist sicherer Boden mal. Und die werden wir auch so gut wie möglich zu unseren Gunsten benutzen. Okay, bisher alles safe. Den ging wieder nicht mehr. So. Da oben ist eine Kerze, das sehe ich doch. Nimm einen Block. Er müsste normalerweise nicht. Ja, aber ich wollte sagen. So, wir gönnen uns noch die Kerze, weil 100% so gut wie. Oh, Kopf gestoßen, aua. Lalalala. Und. So. Okay. Das war verdächtig. Wartet. So, hier vorbei.
erstmal sicherer Boden. Genau, da müssen wir stehen. Aber dieser Dings, dieser Haufen, der ist nützlich. Okay, da ist er. Hier durch. So, da wird jetzt so etwas von gleich durchkommen. Wir nehmen mal den Hebel schon mal hier hin. Ich würde sagen, wir legen ihn noch hier hin. Und ich glaube, um die Tür aufzubekommen, müssen wir ihn hierher locken. Das heißt, wir nehmen das hier und schmeißen das auf. Ja gut, ich wollte das auf den Fernseher, aber das geht auch. Aber warte, bevor wir jetzt hier weitergehen, ich will mich noch ein bisschen umschauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier sich irgendwas versteckt. Da mal nicht. Hier können wir auch nicht. Okay, doch nicht anscheinend. Okay. Aber dann. Hier. So. Wir sehen noch rechts nicht zu nehmen. Voilà. Ich glaube, es ist laut genug, dass uns nicht hört. Lauf, 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 lauf. Nein, was machst du? Es geht noch immer weiter. So, hier durch. Hier. Oh Gott, das war jetzt gerade krass. Also ich bin gerade wirklich ruhig, weil das ist wirklich anstrengend gerade. Okay. Wir sind nicht mehr kommen. Irgendwie. So, dich kann ich irgendwie bewegen. Werde ich doch schon schnell ein Rätsel gebrauchen. Ich werde jetzt nur kurz schauen. Versteckst du vielleicht irgendwas hier hinten? Nee, scheint nicht so zu sein. Warte, muss ich? Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht da rauf muss. So, vielleicht mit ein bisschen Anschwung. Okay, nein, ich muss sie einfach nur hier abstellen, okay. Ich dachte jetzt, dass man aktiv sie muss benutzen, um jetzt über etwas zu gleiten, also zu fahren. Aber nein, man muss sie einfach nur für dieses eine Rohr benutzen. Sonst nichts. Kann es aus irgendeinem Grund hier stehen mal an? Ja, wir kommen so nicht normalerweise dran. Also müssen wir hier die Lore rauf und dann, voilà. Und dann sind wir durch. Oh Gott. Das sieht mir schon nach so einer Passage, wo wir verfolgt werden. Ich muss aber sagen, das Kapitel hält einfach nicht auf, ne? Man würde meinen, es wäre jetzt schon eigentlich längst vorbei, aber es geht viel länger wie das andere. Ja, aber nicht schlimm, dann habt ihr eine etwas längere Folge. Ich glaube, wir sind aber fast am Ende. Oh, Kerze. Schreibt, dass da viel von mir von denen schon gefunden haben. Ich weiß, dass es sofern, glaube ich, 30 gibt, glaube ich. Und dann. Boah, das konnte ich ja wissen. Dings 20 bekommt, also für 20 bekommt man schon ein Achievement, das weiß ich. So. Jetzt sagen wir, überleben einfach diese Lektion und dann beende ich die Folge hier. Weil es wirklich nicht dazu kommt, dass wir Dings. Okay, so, voilà, okay. Ich dachte jetzt bei jedem Spalt macht er sich bekannt. Warte. Okay. Wir müssen jetzt abwarten, bis die rechte Hand oben ist. So, und dann müssen wir ganz langsam vorbei. So. Okay.
wird wahrscheinlich jetzt nicht das letzte Mal sein. Er wird jetzt wahrscheinlich irgendwo durch den Spalt auch noch einmal seine Hände benutzen. Aber der Typ lässt einfach nicht nach, ne? Oh oh. Lauft! Okay. Ich glaube, hier sind wir sicher. Das sieht nicht gut aus, sagt er für ihn. Ach, verdammt, er hat mich bekommen. Okay, was wollen sie? Ah, warte, ich glaube, ich weiß, was gefragt ist. So. Jetzt, wie geht das noch einmal genau? Es ist irgendwie so. Verdammt, habe ich gefunden. Ich weiß, dass man hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wie genau, dass man Dings. Was machen muss, damit. Das Ding da zusammenkracht und seine Hände zu anquetschen. Doch ich weiß gerade nicht mehr, wie. Nein, da kann ich nichts machen. Hier vielleicht? Nein, okay, jetzt kommt sein Einhorn. Wieder. Ja, ich muss dran ziehen. Okay, jetzt weiß ich, was zu machen ist. Okay, wir müssen jetzt dran ziehen, dann weiß ich das mal schon wenigstens. Okay, ich war jetzt mir gerade nicht sicher, wie genau das nochmal funktioniert. Aber okay, das heißt, wir müssen aufpassen mit den Händen, wo die gerade unterwegs sind. Und sobald die Mitte ein bisschen mehr frei ist, können wir das hier machen. So. Dann gehen wir wieder auf unseren Platz. Achten darauf, wo die Hände hingleiten. Und reißen dann das nächste Stück aus. Okay, vorbeigekommen. Und, nein, zieh doch dran. Ja, wow. Das ist natürlich blöd, wenn der Charakter nicht irgendwie anvisiert. Irgendwie das Anvisieren vom Spiel auch ein bisschen seltsam. Also, Dings, User hat mir schon oft davon gesprochen, dass es sehr kompliziert geworden ist manchmal. So. Okay. Und jetzt weiter Sprung. Und raus. Oh. Das hat viel getan. Stopp, da muss jemand zum Doktor. Ganz schnell. Oh, ich glaube, man hört die Schreie der Schmerzen. Uiuiui, aber okay, das tut natürlich auch ein bisschen weh. Ah, voilà, und da ist das Kapitelende. Okay. Boah, es hat auf jeden Fall eine Zeit schon gedauert, bis wir da jetzt angekommen sind. Im Vergleich zur letzten Folge, wo wir 23 Minuten gebraucht haben oder so. Ich weiß es mir jetzt nicht mehr. Hier sind wir mal von Timer hier aus, sind wir auch in 30 Minuten. Wäre eine gute Länge. Ich würde dann sagen, hier beenden wir dann die Folge. Ich bin jetzt mal gespannt, wo wir überhaupt enden. Letztes Mal war es ja eben halt da hinten. Jetzt sind wir in einem Schacht. Okay, das heißt, da werden wir unser Abenteuer dann weiter bestreiten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo es dann hier weitergeht in Kapitel 3. Also ja, danke fürs Zuschauen. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.